Hey guys, willkommen aus ungewohnter Umgebung. Ja, den Trailer, den ihr gerade gesehen habt, der hat mich auch ein wenig überrascht und hat mich neugierig gemacht, was dieses Lego Fortnite ist. Und da habe ich mich mal entschlossen, mal da ein kleines Angespiel draus zu machen und mir das Ganze mal anzuschauen. Ich habe nur den Trailer gesehen, ich war noch nicht einmal in dem Spiel, ich weiß nicht, was uns erwartet. Und ich würde sagen, ich nehme euch mit in ein Abenteuer Lego Fortnite. Schauen wir mal, Welt auswählen. Verbiegbare Ladevorgang abgeschlossen. Okay, neue Welt erstellen. Erschaffen. Neue Weltslot auswählen. Spielmodus, überleben, Bausammeln erstelle, kämpfe gegen mächtige Gegner, während du die Welt erkundest. Sandbox, spawne die Gegenstände, benutzen, bauen. Nein, nein, ja, überleben. Überleben. Okay, eine Siegnummer. Sieg überschreiben, ein Sieg ist ein einzigartiger Identifikator, der mit einer Welt zugeordnet wird, sodass sie mit spezifischen Kriterien generiert werden kann. Wenn du eine Welt generieren möchtest, die identisch zum Startpunkt einer anderen Welt ist, gib hier die Siegnummer dieser Welt ein. Müssen wir jetzt ein Sieg angeben oder nicht? Gut, Freunde, habe ich keine. Aus, Hunger bleibt an, Temperatur. Ausdauer. Dorfbewohner an, wenn dieser auch angestellt ist, wird Dorf in einem Spiel. Okay, feindliche Kreaturen, ja. Das schalten wir mal aus. Für den Anfang können wir noch ändern, oder? Einstellungen können nicht mehr geändert werden. Wenn wir diese Einstellung an ausgewählt ist, wie das Inventar des Spielers in einem Berg. Ah. Genau wie bei Seven Days, da ist dann ein Rucksack, okay. Eliminierung. Okay, Ausdauer wird verbraucht, Temperatur. Können wir uns Spieler wahrnehmen, Hunger an, Feinde aus. Ich will ja feindliche Kreaturen haben. So, und dann gehen wir mal auf Start. Welt 1 von Strike 69. Bitte beachte, dass die Welteinstellungen nicht geändert werden können, nachdem die Welt gestartet wurde. Beleidigen Inhalte haben Vorteil zu suchen, bla bla. Okay. Ich beleidige nie jemanden. Würde ich auf den Tod nicht antun. Welt erstellt. Okay. Ja, ich seh schon irgendwie lustig aus, ich weiß. Ich weiß. Aber naja. Nochmal, da die ganze. So. Spielen, stelle Verbindung her. Ja, Fortnite habe ich natürlich das eine oder andere Mal versucht zu spielen, aber ich weiß ja nicht, am Alter, sonst ich komme damit einfach nicht klar, zumindest mit Joypad. Auf dem PC habe ich es noch nicht probiert. Sollte ich mal probieren vielleicht. Weil ich bin eher mit Tastatur und Maus bin ich eher ziel ich genauer, schieße ich besser, das bin ich eher gewöhnt. Aber ja, wir sind hier jetzt bei Lego Fortnite und wir schauen mal, um was es hier geht. Ah, jetzt ja. So schaue ich mich um. So laufe ich. Okay. Mit der Kuschelbeauftragten reden, dann machen wir das doch. Ah, wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Warte, die Beauftragte auf die letzte Frage weiß ich, wie mit Kuschelburg auffragt, wie schön, dich zu treffen. Und du bist Strike69. Warum klingt das nur vertraut? Ich bin noch nie an so einem neuen Ort wie diesem gewesen, aber ich bin froh, dass wir gemeinsam hier sind. Es könnte hier gefährlich sein. Wir sollten uns vorbereiten, nur für den Fall. Scheinbar gibt es hier in der Gegend viel Holz und Granit. Ich frage mich, was wir damit wohl herstellen können. Dann, das hört sich so für mich so an, als sollten wir Holz und Granit sammeln. Okay. Hier springe ich. Okay, mit Q komme ich ins Baumenü. Tab, ja, okay, Inventar, Spieler, Karte. Okay, oh, die scheint etwas größer zu sein, die Karte. Schwenken. Ah, so kann ich bewegen. Oh ja, doch. Okay, das war Tab, Inventar, Spieler, bla bla. Okay,
Okay, dann rennen wir mal. Was ist hier? Ich kann Kürbisse einsammeln. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Ranken. Ranken, okay. Was ist hier? Holz kann man einsammeln. Sehr schön. Kürbisse sammeln wir mal ein, weil es eventuell gut für Essen sein könnte. Habe ich so das Gefühl. Boah, erschreck mich doch nicht so. Ich glaube, diese Sonne wird noch nützlich sein. Die Sonne wird bald untergehen. Ein Lagerfeuer wird uns Wärme und Geborgenheit spenden. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Und wenn es kalt und dass es gefährlich wird, wenn die Nacht hereinbricht. Guten Tag. Fortfahren. Wie sollten wir das dann so vorbereiten? Die Sonne wird bald untergehen. Wie geht das? Genau. Öffne das Baumenü und finde, was du bauen möchtest. Du kannst alles bauen, was du dir vorstellen kannst, solange du die Steine dafür hast. Was ist das jetzt? Das ist Holz. Baumenü, Lagerfeuer, wir brauchen 3 Holz. Okay, müssen wir noch Holz sammeln. Dann müssen wir noch Holz sammeln. Da ist noch Holz. Den hier sammeln wir noch ein. Gucken wir weiter nach Holz. Hier sind eher Himbeeren. Kann man vielleicht für Essen benutzen. Aber ich scheine hungrig zu sein. Drücken wir mal, essen wir mal hier ein bisschen was. Ah, ich muss drücken. Okay. Ich muss das drücken. Dann ist wieder die Kuschelbeauftragte. So, ist das mal. Ah, du bist voll. Gut. So, den Granit kannst du einsammeln. Sehr schön. Dann haben wir hier noch Holz. Hier sind noch Himbeeren. Hier sind noch Himbeeren. Hier ist noch Holz. Noch mehr Holz. So, aber wo? Ja, wo soll man... Ich glaube, hier ist vielleicht ganz gut ein Lagerfeuer, wenn wir das hier bauen. Lagerfeuer. Ja, setz das mal dahin. So, 2 Baurezepte. Einfache Hütte. Werkbank. Brauchen wir wieder Holz für. Okay. Da brauchen wir wieder Holz für. Wird das Lagerfeuer angezeigt? Ich hoffe es. Wir sammeln jetzt erstmal noch ein bisschen Holz. Und ein bisschen Stein. Stein auf Stein ist ganz fein. Dann bauen wir uns nämlich da am Fuß des Hügels eine Hütte auf. Ich weiß, sind wir bald irgendwann überladen. Bin mir nicht sicher. Holz, Holz, Holz. Dünger, okay. Werden wir vielleicht gebrauchen können. Ah, das Spiel, das läuft einwandfrei auf meiner älteren Möhre. Finde ich gut. Oh, 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 wieso greift die mich an? Dankeschön. Wenn das nicht mehr Strike 69 ist, immer schön, dich zu sehen. Fortfahren. Dieses nächste Lecker für andere braucht man noch viel Energie. Wird ja kochen, wenn ich könnte. Ich hatte einen Kurs, wo Beef Boss belegen sollen, als ich noch die Chance dazu hatte. Ich meine, sagen wir, es regnet. Vielleicht brauchen wir einen Unterschied. Ja, da bin ich dabei. Bin dabei. Ich bin doch dabei. Ich bin da nur angegriffen worden, Mann. Sagen wir mal hier den Dünger ein. So. Kuh. Einfache Hütte. Können wir die irgendwie drehen, anstupsen, drehen? Ja, kann man. Ja, bau die mal so dahin. Ich starte mit dem Bauen. Verbleibende Bauteile. Ach, okay. Ach, guck mal an. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn?
hier einmal so ein Teil. Das müssen wir auch noch selbst von Hand bauen. Hier? Nee. Oder muss das hier hin? Ah, das muss hier hin. Gut. Gut, 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 gut. Und dann haben wir noch... Dann haben wir noch das Dach. Wie setze ich das da oben drauf? Kann ich das irgendwie drehen? Nee. Ausrichtungsmodus halten. Ja, ich will ja. Ich kann aber leider nicht. Ah, so, doch, so geht's. Da war es doch gerade eben. Wie kriege ich das scheiß Dachmodus, Dach hier drauf? Hallo? Ich will das Dach hier draufsetzen, Leute. Wie kriege ich das Dach da drauf? Ach, das ist gar nicht das Dach, das war der Boden. Oh, bist du doof? Bist du doof? Das war der Boden. Das war der Boden. Ist das so richtig? Der muss doch eher hier hin. Ach, nee. Anscheinend ja nicht. Und dann kommt das Ding jetzt da vorne dran, oder was? Genau. So. Alt-Q. Ist das jetzt für den First? Der soll da oben hin. Bingo. Juhu, wir haben eine Hütte. Wir haben eine Hütte gebaut. Dorf, Dorfplatz. Brauchen wir noch Holz, Werkbank. Bauteile, Fundament. Okay. Bett. Drehen. Ach, nicht genug Ressourcen. Ah, ja, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Mach das mal so. Hast du Ideen für mich? Werkbank, geil. Geile Idee. Geile Idee. Halt. Eine Werkbank. Ja, bau die mal dahin. Bau die mal. Kann im Regen nicht benutzt werden. Na, ganz toll. So, hier sind wir. Fackel, gewöhnliches Werkzeug. Spitzhacke, gewöhnliches Werkzeug. Das muss alles in der Werkbank hergestellt werden, wohl. Denke ich mir mal. Haus, Fundament, Möbel, Bett. Truhe. Nicht genug Ressourcen. Wir brauchen Holz. Und Holz können wir im Moment nicht holen, weil es. Ah, so, was haben wir hier? Granit, Dünger. Was ist das? Seide. Feines Seidennetz, das soll von Spinnen fallen gelassen wird. Ah, ja. Grill. Zwei Baurezepte. Kann im Regen nicht benutzt werden. Hört das auch irgendwann mal auf zu regnen? Das ist ein Grill. Das ist ein Sägewerk, da brauchen wir überall Gebäude, ist klar. Es geht zurück. Gut, dann. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, sowas. Das habe ich mir. Kennst du mal aufhören zu pinkeln? Das wäre mal schön. Das wäre echt mal schön. Muss ich. Ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit rumstehen und warten. Das ist doch. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Ja, Werkbank, klar. Weiter. Dorfplatz, ja. Wie denn? Wie denn? Bett kann ich nicht bauen, ich habe keine Ressourcen. Ausweichen ist Control. Ah ja, gut, 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 gut. Gut, okay. Und bauen muss ich...
Holzfundament, Einstiegsfundament, Holzfundament, Einstiegsfundament, 16x16. Okay, die sind neu dazugekommen. Ach, da wird nur gezeigt, was neu dazugekommen ist. Ah ja, cool, 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 cool. Wenn es dann jetzt mal aufhören würde zu regnen. Aber auch kalt. Oder ich meine, Fakt beim Haben und mich warm zu halten. Also was kann ich für mich tun? Vielleicht sollen wir einen Dorfplatz bauen. Ja, will ich ja gerne, aber es regnet. Und weil es regnet, kann ich nichts bauen. Wenn das mal aufhören würde zu regnen, könnte ich was bauen, dann könnte ich weitermachen. Lass mich raten, es war ein Fehler, die Werkbank da draußen hinzubauen. Also hat Failman mal wieder zugeschlagen. Oh, ich hasse mich dafür. Ich hasse mich dafür, wenn das passiert. Hier kann ich die verschieben. Ja, cool. Das da hoch. Das hin wäre. Ich habe so das Gefühl, das war mal wieder blöd ohne Ende, dass ich das gemacht habe. Wechsel zur Schnellleiste. So. Ah, ich kann boxen. Kann ich irgendwas? Ja, gut, dann ist mir jetzt scheißegal. Halt, wo die Himbeere. Es ist mir jetzt scheißegal. Wir brauchen Holz. Ich muss vorankommen. So. Nein, mach doch so. Werkbank haben wir schon. Gebäude, Bauteile, Möbel, Bett. Brauche ich noch mehr Holz. Okay. Ah, es regnet aber nicht mehr. Es hat aufgehört zu regnen, Leute. Sehr geil. Bastel mal eine Axt. Und eine Spitzhacke, da brauchen wir Holz für. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt hab... Wir haben eine Axt. Wir haben eine Axt, liebe Leute. Yay. Alter. Bleib hier, bleib hier. Was bist du? Was bist du? Wo willst du hin? Hallo, warte mal auf mich. Ich kann nicht so schnell splinten. Hallo. Hallo, bleib doch mal stehen. Was willst du? Ey! Ja toll! Jetzt verreck ich oder was? Weil ich so einem scheiß Licht gefolgt bin. Ich glaube, es baggert. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Das war jetzt nicht nett. Von so einem komischen... Ja, wo ist jetzt der Rucksack? Der ist da. Nein. Ja, der ist da.
von so einem komischen Licht in die Falle gelockt worden. Also, mein lieber Herr Gesangverein, das ist nicht nett. Das ist nicht nett gewesen. Das war echt nicht nett. Das Kämpfen ist nicht so einfach, habe ich festgestellt. So, lieber Wolf, bleib bitte weg. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich tue dir nichts. Okay, das haben wir jetzt wenigstens wieder. Wolf noch da? Bin jetzt mal mutig, oder sind die Wölfe nur nachts unterwegs? Wölfe nur nachts unterwegs. Okay, haben wir was gelernt. Diesmal aber kein Licht. Aha, gut. Ja, trotzdem noch Hoshis unterwegs. Alles klar. Wir gehen wieder aus dem Wald raus. Sehen nicht mehr, wo unsere Basis ist. Lagerfeuer wird nicht angezeigt. Na super. Ey Mann, wo ist mein Auto? Scheiße. Alter, was ist denn hier los? Bleibt mir bloß vom Acker. Bleibt mir bloß vom Acker, alle. Hier ist wieder ein Wolf. Wo ist denn? Wo habe ich denn Lagerfeuer hingesetzt? Wow. Muss doch hier gewesen sein. Kann ich hier nicht irgendwie was hinsetzen? Alter, hier ist ja alles feindselig. Hier ist es gut wie alles feindselig, was hier rumläuft. Mein lieber Herr Gesangverein, hätte ich so nicht erwartet, den Start. So. Aber wo bin ich? Ich frage mich nur, wo ich bin. Wo habe ich mein Dings gebaut? Nein, wir müssen noch mehr in die Richtung. Habe ich so das Gefühl, das war doch hier irgendwo. Hier sind die ganzen... Ah ja, ich sehe es, 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 ich sehe es. Nimm Holz mit. Sprint nicht nötig. Okay. Wenigstens das. Wenigstens das habe ich wieder gefunden. So. So. Dorfplatz bauen. Ja, wie baue ich denn einen Dorfplatz? Wie baue ich denn einen Dorfplatz? Ich bin froh, dass ich überhaupt noch lebe. Planke, okay. Möbel? Nein. Bauteile? Nein. Gebäude? Nein. Geräte? Sägewerk, Grill, Dorfplatz. Brauchen wir noch mehr Granit? Granit hat doch hier auch irgendwo ein bisschen rumgelegen. Das da hinten scheint Kühe zu sein.
blödes Spinnenvieh. So, das war dieses erstmal. Was wollte ich bauen? Ah, ich muss mit der Tastatur erstmal klarkommen. Brauchen wir noch einen Granit? Ich brauche noch einen Granit. Wo waren die? Wo waren die? Wo waren die? Wo waren die? Schnell hier. So, dann bauen wir einen Dorfplatz. Hier irgendwo. Und hoffe. Ah! Ich hoffe, dass der irgendwie angezeigt wird. Ja, wir setzen den mal dahin. Symbol wählen. Ja, das ist in Ordnung. Nehmen wir das. Bestätigen. Doppelte Hütte. Doppelte Hütte. Dorfaufwertung ansehen. Ein Zusicher kann im Dorf leben. Manche Besucher. Bla, bla. Okay. Mehr weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde die doppelt freuen, Herr Bandi, auf der Sonne haben sich in Ort sind, an dem wir in der Nacht ausruhen können. Fortfahren. Ich wünsche, wir hätten ein Badebette. Wenn es gut dauert, auf so und warm haben wir gut Schlaf. Wenn du ein paar davon machst, kannst du an Freunde zu anderen in deinem Dorf zu bleiben. Kartenmarkierung. Kartenmarkierer. Was brauchen wir dazu? Zwei. Ich denke mal, zwei Granit werden wir brauchen. Gut, dann holen wir uns noch schnell den Granit. Schnell ist gut. Einmal. Zweimal. Ja. Dann setzen wir die Kartenmarkierung hier hin. Ja, müssen noch mal ein bisschen was essen. Gönn dir, mein Freund. Und nochmal. Mahlzeit. So. Dann basteln wir uns einmal hier den Kartenmarkierer. Ja, auch in der Farbe. Alles gut. So. Okay, da kommt der erste Hoshi an. Wir brauchen Betten. Gebäude, nein. Holz. Vorabkosten. Ich setze das mal hier hin. Und dann brauchen wir Holz. Die Hütte bauen wir noch, Leute. Und dann verabschiede ich euch auch schon aus dieser ersten Folge raus. Ja, Betten bauen wir auch noch. Aber es macht auf jeden Fall einen Heiden Spaß, das Spiel. Macht wirklich Spaß. Man muss sich drauf einlassen, so ein bisschen. Ja, wo sind die jetzt alle? Man muss sich so ein bisschen einlassen da drauf. Ja, bastel dir jetzt auch mal eine Pickaxe als nächstes. Wird hier erstmal fertig gebaut. Dann brauchen wir zweimal, einmal, zweimal. Dann hatten wir hier Posten noch aus. Einmal, zweimal. Zwei von sieben abgeschlossen. Okay. Zweimal. Halb verkehrt mal wieder, wie immer. Einmal. Zweimal. Die Pfosten bauen. Zack. Und zack. So. Aha. Aber wir brauchen wieder Holz. Okay. Holz.
Holz. Gut. Dann zack. Einmal. Der andere war hier. Zack, zweimal. Nochmal zweimal. Einmal. Ist kein Mal. Zweimal ist hier. Zweimal Dach. Once. Zwei. Was fehlt? Okay. Einmal. Dann habe ich hier. Ah, brauchen wir schon wieder Holz. Sehr holzintensiv, da die Anzi hier. Ja, ich weiß. Den hier brauchen wir noch. Was fehlt jetzt noch? Den hier. Doppelhütte fertig. So, dann gucken wir mal, ob wir noch ein Bett hinkriegen. Brauchen wir nochmal Holz für? Okay. Ja, ich weiß, ich komme gleich. Du kriegst gleich ein Bett. Ich baue dir doch noch ein Bett hier hin. Möbel. Ich brauche noch mehr Holz. So, jetzt Bett. Ja, jetzt Bett. So. Es ist so schön, dich kennenzulernen. Ständig verstehen und fliehen sind ist total anstrengend. Wenn du einverstanden bist, würde ich nach gerne in deinem Dorf verbringen. Darfst du, mein Freund, darfst du. Darfst du. Ja, es ist Abend. Und damit sage ich auch ich gute Nacht aus Lego Fortnite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.